Ich habe hier ein paar alte Festplatten durchgeguckt und guck mal, was ich da gefunden habe. Noch einen alten Film, Imker-Film von meinem Stand von 2007. Hier sieht man noch, wie das damals alles aussah, die Vegetation und das Vergleich zu den Videos von heute. Hier hatte ich noch mit der Wellpappe abgedeckt und ein Flugloch, ja, ist auch schon Anflugbretter. Die Heroldbeuten sieht man hier. Und die Fluglöcher riesengroß. Da kann man auch so Schieber reinmachen. Aber das hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht gemacht. Kann mich an den Grund auch nicht mehr erinnern. Das ist schon ein Weilchen her. Das ist eine selbstgebaute. Das ist so mit Styropor dazwischen, hatte ich mal so eine Anleitung. Also die Braunen, die sind alle selbst gebaut. Die habe ich jetzt nicht mehr im Betrieb. So, hier sieht man da den Sonnenwachsschmelzer, den habe ich immer noch. Und das Ding, wo ich jetzt das Dach hochhebe, da wollte ich mir mal so eine Einräumbeute draus bauen. Aber jetzt ist das die Vorratskiste. Ja, den Smoker. Was fällt euch auf? Den habe ich immer noch. Mit ein paar Flicken dran. Das andere Ding, das ist so ein Zahnknacker. Bei den Heraldbeuten hat man ja die Griffleisten, da kann man den schön ansetzen. Und jetzt kommt meine wasserdichte Tonne, die nimmt man ja auch so zum Kannenfahren und so. Und da ist mein Schleier drin, den ich jetzt anziehe. Und da war ich noch jung. Genau, das ist so ein Rundschleier, der war eigentlich nicht schlecht. Und da habe ich noch so Wellpolyester. Alles abgedeckt, bis man das alles runter hatte, hat ein Weilchen gedauert und die ganzen Steine. Das ist ja heute habe ich das ja Einzeldeckel. Ja, der Eierkarton, seit eh und je. Den Stockmeißel, den habe ich, glaube ich, nee, den habe ich schon verloren. Aber ich hatte noch bis vor kurzem. Ich musste mir leider einen neuen kaufen. Ja, da hängt so ein Stück Korken dran, da mache ich das Loch immer zu, damit der ausgeht. Und da habe ich, glaube ich, noch mit Feuerzeug angezündet. Genau. War nicht immer so einfach. Mit einem Bunsenbrenner geht es besser. So wie ich es heute mache. Aber hat auch funktioniert. Wenn man Geduld hat, mit viel Geduld und Spucke, da musste ich nochmal nachzünden. Aber wir haben es ja nicht eilig. Jetzt erstmal ordentlich Glut machen und dann das Ding vollstoppe. Ich weiß gar nicht, früher habe ich, glaube ich, noch Gras oben drüber gemacht, wegen den Funken. Ob ich das jetzt auch noch mache. Kann man noch weit gucken, da ist jetzt schon alles zugewachsen. Da ist rechts, glaubte Weißdorn. Und Brombeeren, jede Menge. Hier konnte man noch schön an dem Zaun lang laufen. Wurde hier mal ein Schwarm eingefangen, da gibt es auch ein Video drüber, da steht hinten noch so ein Baum. Oh, was habe ich jetzt noch nicht müssen? War jetzt schon irgendwas. Doch schon irgendwelche Späne.
Und gefilmt habe ich das. Das ist so eine Kassettenkamera. Da kamen so Kassetten rein. Ah, genau. Ich habe ja damals schon die Bannwarmverfahren gemacht. Das sieht man ja an den propolisierten Taschen, dass die schon ein Weilchen benutzt werden. Hier prüfe ich gerade, ob das richtig zugeht und keine Lücke entsteht beim Zumachen. Also mache ich immer vorher. Weil das sieht nach Riemchen nicht. Das sind da Lücken. Und da gucke ich halt, ob alles dicht abschließt. Aber das sind die Taschen, die ich immer noch im Einsatz habe. Ja, dann schätze ich mal, dass das ein Mini war. Mal schön sauber machen, dass sie schön anliegen. Weil die werden ja nach dem Einsatz immer von den Bienen propolisiert. Das stört ein bisschen. Schinken, so ein schwarze. Und da habe ich noch die modifizierten Räumchen, genau. Weil die sind oben ein bisschen breiter wie unten. Also das Holz ist ja 27, glaube ich, oben. Und unten ist, weiß ich nicht, ob 22. Und da geht die Tasche quasi so ein bisschen schräg. So V-förmig. Aber es spielt keine Rolle. Passt. Muss man manchmal nachhelfen, ein bisschen hebeln und dann geht das. Ist komisch, dass die Rähmchen so unterschiedliche Maße haben. Ja, hier scheint es gerade so zu passen. Ja, ordentlich zusammen. Oben das Drähtchen um die zwei Nägel und genau, so ist das Ding. Einsatz fertig. Und die nächste. Ach, scheinbar habe ich da alles schon vorher vorbereitet. Und jetzt geht's los ans Volk. Jetzt. Ich glaube, das ist die erste Tasche. Kann auch sein, dass ich damals sogar 4x7 gemacht habe, statt 3x9. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Die herrlichen Heroldbeuten. Da könnt ihr gleich mal den Verbau sehen zwischen den Zagen. Weil der Beast Bay so genau ist. Da habe ich jetzt nur noch einen im Einsatz. Da ist die Bienenflucht oben drauf, genau. Und zweiräumig. Genau, ich habe da noch zweiräumig geimpft, so wie jetzt wieder. Genau, da habe ich glaube ich abgeerntet. Die oberste Raumzahl. Das ist jetzt die unterste. Und jetzt kommen da drunter das Absperrgitter. Und das sind dann die zwei Bruträume. Was halt schön ist bei den Heroldbeuten, man kann die gut kippen. Aber das war es dann auch schon. Da passen längs 10 Zander und quer, weiß nicht, 10, 12, 11 oder 12 deutsch normal. Die Absperrgitter, die gibt es gar nicht mehr, die habe ich auch noch. Die sind eigentlich gut, die sind ein bisschen flexibel. So, und da sieht man schon mal. Gut, das ist jetzt unterm Absperrgitter. Aber ich glaube, jetzt sieht man das auch. Genau, den, ich
glaube, da sind 12 Meter. Ich habe es mal gemessen damals. Ich habe die dann sogar gekürzt, die Herold-Dinger. Ich glaube, 12 Millimeter hatten die zwischen den Unterträger und Oberträger. Und da sieht man es, wie schön die da bauen. Da muss ich jetzt Platz schaffen, glaube ich. Da nehme ich die Brutwaube raus und dann noch eine. Ja, das ist die erste. Also die erste Tasche. Das müsste der Bauraum sein, wo der Oberträger ein bisschen unverbauter ist. Ja, da ist auch eine Reißzwecke dran. Genau, hatte ich früher noch eine Reißzwecke dran gemacht. Schaffen, um die da rauszukriegen, ohne dass ich da die Bienen rolle. Das kostet Kraft. Oh, jetzt muss es gehen. Genau. Ich hatte am Anfang auch mit Drohnenbau, weil das ja attraktiver ist für die Milbe, hatte ich am Anfang, aber das nehmen die nachher nicht mehr so an. Umso später das Jahr wird, Juni, Juli, da wird es dann schwierig, dann haben die das nicht mehr aus, oder bestiftet, sagen wir mal so. Hatte ich nämlich extra Drohnenwaren vorbereitet und die haben sie dann nicht mehr bestuftet, meine ich, und deswegen bin ich davon abgekommen. Das ist die unterste Putzhase. Oder durch die Bandwaage unten rein. Das kann natürlich auch sein. Mache ich heute auch noch mal. Also bei 2 zahle ich. Das kommt auch noch mal. Da, so schön. Ganze Waren haben wir dazwischen gebaut. Ich muss die Königin suchen, genau. Da ist er. Ah, ist das. Das ist ein Zufall. So muss das immer sein. Dann geht das ratzfatz. Das sind natürlich bei 2 Bluträume. Königin zu suchen geht manchmal schnell, so wie jetzt, oder kann auch länger dauern, wenn man mehr Waben als eine ziehen muss. Ach so, genau, ich habe die oberste Zahl weggetan, dann durchsuche ich die unterste. Dann ist es blöd, wenn ich erst oben anfange und die Zahl runterhebe. In der Zeit kann ja die Königin schon nach oben sein. Deswegen kommt erst die Zahl runter und hat unten geguckt.
Und dann hätte ich wahrscheinlich, wenn ich sie unten nicht gefunden hätte, hätte ich die ab, also beiseite gestellte Zahl durchsucht. So dass die Königin halt keine Chance hat, die Zahlen zu wechseln. So, jetzt mache ich Platz für die Tasche. Ja, da habe ich einmal schon eine Wabe rausgenommen. Mal schnell nebenbei. Das ist gar nicht schlecht, wenn man sich mal so alte Videos anguckt. Aber eigentlich mache ich noch alles so wie früher. Was ich jetzt gesehen habe. Also halt, dass ich alles Material jetzt habe. Ah, da ist sie. Genau, die kommt jetzt auf die Tasche. Oder in die Tasche. Jetzt mache ich erst noch ein Loch in die Mitte. Kann man auch woanders hin machen. In die Ecken. Hat mir mal einer einen Kommentar gesagt. Aber uns haben es halt so gezeigt im Kirchheim. In der Mitte. So habe ich es dann immer gemacht. Kann man natürlich woanders hin machen. Spielt keine Rolle. Die muss halt die Seiten wechseln können. So. Das war's auch schon. Genau, das ist die erste. Das ist ein Handrücken alles, so dass die Bienen leichter in die Tasche können und wir einen besseren Kontakt haben. Dass sie da nicht springen müssen. Normalerweise mache ich jetzt immer den Absperrgitter wieder drüber. Kann sein, dass ich damals nicht mehr gemacht habe. Sehen wir gleich. Ja, ups. Damals nicht mehr gemacht. Weil damals ist mir keine Königin entkommen aus dem Käfig. Muss dann später passiert sein. Ui, da war noch irgendwas anderes dabei. Gut, das war's dann.